Dortmund am Nordkarree. Es ist Mittagszeit, doch schon nach 3 Minuten Dreh bietet uns der Erste offen Heroin an. Hey, alles gut? Heroin? Verkauft ihr hier? Ja, Kokain. Was kostet das? Ein Zwanni, 0,3. Ein Zwanni. Dortmunder Nordstadt, heute um 14 Uhr. Die Trinkerszene genießt die Sonne. Junkies schleichen durch die Straßen, die Dealer warten. Für die Polizei ist die Nordstadt einer dieser verrufenen, gefährlichen Orte im Juristendeutsch, für viele Bürger auch. Den Drogenhandel, den sie auf offener Straße führen. Na, das, sie können ja sehen, wie es von einer Hand, von einer Hose in die andere geht. Und das ist ganz schlimm. Die letzte Zeit sehr gefährliche junge Leute. Sehr gefährliche. Es gibt ja doch sehr viele Einbrüche und Gewalt auch auf offener Straße. Immer mal wieder. Nicht regelmäßig, aber es passiert. Vor der Kamera wechselt ein Päckchen den Besitzer Bilder aus dem Herbst. Hinter den Straßendealern stehen kriminelle Großorganisationen. Im Falle des Heroin auf libanesische Clans, so die Polizei. Sie profitieren vom Niedergang solcher Viertel. Für die CDU Zustände, die nicht hinnehmbar sind. Wir haben Bereiche, und meine kleine Anfrage zeigt, dass es zwischen 20 und 30 in Nordrhein-Westfalen sind, in denen wir zwar mit Polizeifahrzeugen und auch verstärkten Streifen hineingehen, in denen wir aber keine rechtsstaatliche Ordnung haben. Überall da, nehmen wir mal Beispiele, wo zum Beispiel unsere libanesischen Großfamilien sind. Da erzielen wir vielleicht auf der Straße ein wenig Ruhe, aber stören überhaupt deren Kreise nicht. Die alarmieren und die betreiben ihr kriminelles Geschäft und Gewerbe einfach weiter. Wird eine Straße zu einem gefährlichen Ort im Sinne des Polizeigesetzes erklärt, dann gibt das den Behörden die Möglichkeit, ohne Anlass Personalien zu kontrollieren und so Druck auf die Szene auszuüben. Sie zeigen aber auch die Brennpunkte im Land. Auf Anfrage der CDU hat das Innenministerium diese Orte zusammengefasst. Viele Großstädte haben solche Zonen. In Recklinghausen oder Köln gibt es zurzeit besonders viele. Auch der Innenminister räumt ein, hier muss etwas passieren. Klar ist, es hat schon Angsträume gegeben, die gibt es immer noch und die müssen wir angehen. 2 Dinge sind notwendig, mehr polizeiliche Präsenz, das heißt, wir haben seit Jahren mehr eingestellt, das heißt, man kann auch mehr Polizei jetzt auf der Straße sein. Und wir brauchen helle Plätze. Wir werden in der nächsten Legislaturperiode deutlich Geld in die Hand nehmen, um die Kommunen dabei zu unterstützen, schmuddelige Ecken auszuleuchten und schöner zu machen. Da bleibt viel zu tun. Kleiner Trost, man trifft in der Nordstadt auch viele Menschen, die gerne hier leben. Wir fühlen uns hier eigentlich ganz sicher. Also vielleicht nachts oder so, aber wir sind ja meistens nur einkaufen hier. Und also sehen wir das eigentlich nicht, dass das so gefährlich ist. Auf dem Rückweg beim Drehende aber versucht es der Dealer noch einmal. Er sieht schlecht aus, vermutlich finanziert er so sein eigenes Drogenelend mittags in der Dortmunder Nordstadt.